Hast du schon dein eigenes Bier gebraut? Ja, habe ich. Braucht man den großen Schafkopfführerschein fürs Studium? Nein, braucht man nicht. Wie fancy darf ein Bier sein? Geschmackssache. Hey, ich bin Marlene. Ich habe im Bachelor Brauwesen in Getränketechnologie studiert und bin jetzt im Master. Also wir haben ungefähr so 80% Ingenieur- und naturwissenschaftliche Fächer. Biologie, Mikrobiologie, Thermodynamik, Apparatebau. Und dann so ungefähr 20% getränkebezogene Fächer. Also eben die Braufächer, wo man lernt, wie Bier hergestellt wird. Und auch Fächer, wo man lernt, wie zum Beispiel Wasser behandelt werden muss, damit es trinkbar ist. Oder wie Limonaden ausgemischt werden. Ein wichtiges Thema bei uns ist unter anderem auch Nachhaltigkeit. Also zum Beispiel, wie man energieeffizient produziert oder wie man Wasser beim Brauen einspart. Und wir lernen immer mehr über gesunde Getränke, zum Beispiel alkoholfreies Bier oder probiotische Getränke. So ein Thema, was immer mehr am Kommen ist. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir Bescheid wissen, wie sowas produziert wird und was für einen Effekt es hat auf den Körper. Also ich denke, man sollte ein Interesse für Natur- und Ingenieurwissenschaften schon mitbringen. Man muss jetzt nicht voll der Mathe-Freak sein oder sowas, aber einfach so diese grundlegenden Fähigkeiten. Und man sollte daran interessiert sein, was über Getränke zu lernen, logischerweise. Also man findet gut einen Job auf jeden Fall. Man hat ja eine ingenieurwissenschaftliche Ausbildung, das ist eigentlich immer gesucht, so in der Wirtschaft. Und man kann generell in drei Richtungen gehen. Also man kann entweder direkt in die Brauerei, man kann in den Anlagenbau gehen, also zum Beispiel die Brauanlagen hier entwerfen oder auch andere Anlagen in der Verfahrenstechnik für Lebensmittel. Oder man kann in die Pharmaindustrie gehen, weil wir ja so ein grundlegendes Wissen über Fermentation haben, also Stoffumsetzung durch Mikroorganismen. Und dadurch können wir dann auch so Sachen wie Probiotika oder so herstellen. Da gehen auch recht viele von unseren Absolventen hin. Trinkt ihr ständig Bier? Nein. Also bei uns gibt es natürlich Leute, die gerne Bier trinken, aber genauso gibt es auch Leute, die eher weniger Bier trinken, wie mich zum Beispiel. Das ist sehr individuell. Gibt es gesündere Getränke als Wasser? Ja, gibt's. Zum Beispiel probiotische fermentierte Getränke wie Kombucha oder Kefir, die dann noch Vorteile haben, zum Beispiel für die Verdauung. Was macht die Fachschaft Brauwesen aus? Dass wir im Verhältnis zu unseren Studierendenzahlen sehr viele sind in der Fachschaft. Da merkt man eben auch dieses Gesellige, dass die Leute gerne beieinander sind und gerne was für ihr Studium tun und für die Kultur hier.